Ich glaube, ich muss mir auch zwischendrin nochmal einen Kaffee machen dann, weil das ist abartig. Ich hatte gerade die zweite, also vielleicht bin ich noch nicht ganz wach. Wahnsinn. Also das ist mir ehrlich, ich schwöre bei meiner Ehre und meinen Katzen und allem, was ich kenne. Das ist noch nie passiert. Okay. Aber. Und ich laber noch so die ganze Zeit über Dinge, die passieren. Okay. Ich muss nur noch mal gucken, ob ich meine Bildschirme so lassen kann. Weil Rücken und so ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir den so ranziehe, wie ich ihn brauche. Okay, aber das sollte eigentlich alles funktionieren. Ihr müsst nur Bescheid sagen, wenn der Sound vielleicht zu laut ist oder so irgendwie, dass wir das hinkriegen. Die Tassen sind aber vermutlich viermal so groß. Also, ich habe festgestellt. Oh, aber ich kann es jetzt noch gar nicht benutzen. Okay, es gibt nämlich ein Tuch. Wenn man jetzt weiter oben ist, kann man mit diesem Tuch sich. So ein bisschen wie bei Skyward Sword. Durch die Luft bewegen. Ich will aber mal gucken. Irgendwas. Au, der kommt wieder. Das ist ja fies. Ich will mal gucken, ob ich hier hochkomme irgendwie. Nicht so richtig, ne? Na gut. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher, ob er ein Gegner ist oder nicht. Hier kann ich hoch. Und da ist eine Schriftrolle, von der ich keine Ahnung habe, was sie macht. Also ich weiß, wir haben diese Äpfel, die wir werfen können. Man kann Gegner killen, wenn man drauf springt. Und wenn man diese Kristalle einsammelt, so mit einer gewissen Anzahl an Kristallen, kriegt man dann noch Herzen dazu. Das heißt, wir sind jetzt einmal getroffen worden. Können noch zweimal. Hier ist ein Leben. Nee, den wollte ich schon gerne killen. Das ist mir ganz recht. Hey, Chaos-Chaot, guten Morgen. Okay, ich glaube, es gibt aber keinen Timer. Ich sehe keinen Timer. Wobei Oma immer nachgefüllt hat, sobald die Tasse leer war. Ach, die Omis. Omis sind doch echt was Tolles. Okay, ich kann hier kein Mashing betreiben mit dem Schulterbutton, vielleicht sollte ich es auch einfach nicht machen. Okay, geht schon, aber ist vielleicht irgendwie nicht so geil. I believe in a non-game over. I'm not sure, because like I did the first part of this level earlier, but it was my I didn't start streaming. I was just watching on OBS and I thought that I'm streaming, but I didn't. So, yeah. Doch, Brot gibt irgendwie Leben dazu. Okay.
Wow. Geh weg. Vollidiot. Hähnchen. Okay, das gibt doch irgendwie. Es füllt irgendwie wieder Leben auf. Gut, komme ich hier irgendwie hoch? Ja. Wow, thanks for the house, Chambers. How are you, dude? I'm sure that lack of attention won't come back to harm you at all. Not sure. Hey Nirael, wie geht's dir? Guten Morgen, guten Morgen. Bin irgendwie noch nicht ganz so glücklich damit, wie ich sitze. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Na? Okay. Was ich jetzt eben nicht weiß, ist, ob ich hier Geheimwege habe. Like Secret Rooms und stuff. Okay, one up. Au! Der kann bis hier runter. Okay, das war mir nicht klar. Das war mir nicht so ganz klar. Auf einem Bein sitzen, beste Position, ja. Tanda hat natürlich völlig recht. Ich sitze, by the way, gerade auf meinem linken Bein. Das ist eigentlich immer das Bein, auf dem ich sitze. Oh, okay. Ich habe den nicht gesehen. Ups. Okay. Will ich da drauf gehen? Ja, am besten irgendwie vor denen ducken oder sowas, glaube ich. Da unten ist irgendwie noch ein Fleisch, aber... Wie komme ich denn da hoch? Blöd gefragt. Hä? Okay, ich kann mich da nicht festhalten, aus irgendeinem Grund. Oh, ich will aber da runter und will zumindest die hier mitnehmen. Da, ich liege gerade im Bett. Erst Kaffee trinken bei der Omi und dann ins Bett. Das triggert mich schon wieder hart. Ich hasse solche Sachen. Okay, sollte ich nicht mich da dranhängen irgendwie? Ich meine eigentlich. Ah! Okay, ich darf nichts drücken. Ich darf nichts drücken. Ich dachte eben, ich muss das Tuch ausrüsten, damit ich da überhaupt dran kann. Und ja, ich habe es vorher gesagt, es gibt, glaube ich, so zwei Teile von Skarabäus, die man in jedem Level finden kann. Aber ich habe keine Ahnung, wo es ist und was es macht. Und ich habe ja eigentlich auch hier diese Äpfel. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, außer wenn ich Leben verloren habe. Ich glaube nicht, ne?
Ich fand das Spiel so schwer als Kind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe nur die Version gespielt auf dem Sega und die fand ich extrem schwer. Also wir sind da irgendwie immer nur in dieses Level gekommen mit der Höhle und das war's dann. Bin in der Wunderhöhle dann nicht mehr rausgekommen. Oh, okay, scheiße. Das klingt genauso wie die Version, die ich kenne, aber. Ja, und da ist irgendwo ein Boss, ne? Oder sowas. Ja, ganz toll. Okay. Ah, ich wollte auf ihn springen. Wieso geht das nicht? Okay. Muss ich da irgendwas beachten? Weil ich dachte jetzt, ich kann einfach immer auf ihn draufspringen, aber scheinbar ist es nicht so. Scheinbar ist es nicht so. Letzte Woche Samstag war nur komisch. Nach einer Weile wurde es ja heiß unter der Decke. Ah, gut, im Moment das Wetter spinnt auch ziemlich rum. Ja, also ich mache das so wie so einen halben Schneidersitz irgendwie. Ich sitze dann im halben Schneidersitz auf einem Bein und das andere ist auf so einem. Ich habe extra so ein Ding, wo ich meine Füße drauf stelle, damit es halt von der Sitzposition her halbwegs gescheit ist. Ich verstehe noch nicht ganz, was ich da mache. Okay, ich kann nicht einfach auf ihn draufspringen. Hä? Muss ich das irgendwie timen, was er macht? Okay. Oder musst du, wenn das Schwert nicht über seinen Kopf hält, okay? Das oder ganz genau, ich guck mal. Ich glaube, ich verstehe, wie er sitzt. Vielleicht von hinten auf ihn drauf. Gut, ich werde jetzt halt mal gucken müssen. Ich denke auch, dass das ohne Game Over nicht geht, solange ich nicht ralle, wie ich den machen muss. König der Löwen habe ich auch gespielt, war mir aber ultra zu schwer. Da bin ich immer nur gekommen bis ins zweite Level. Mit diesem Baum, mit den ganzen Affen dran. Und das war's dann. Also weiter bin ich nicht gekommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht ganz, was ich da machen muss. Don't get it. Ah, I have to wait until he. Yeah, okay. That was too early. So I have to wait until he hits me and then when he doesn't have the sword over his head, then I can jump on him. Ah, hey Joe. Hey Miss Hunter. How are you guys? I guess that's gonna be our first game over because I didn't see how I could beat this boss. I think I got it now, but took some tries. Hi Max, guten Morgen. Macht gar nichts, macht dir keinen Stress. Okay, ich muss gucken. Nee, irgendwie. Hä? Okay, jetzt hat er geschlagen, aber irgendwie trotzdem.
Okay, man muss es doch gut timen irgendwie. Nee, das war zu. Ah, ich sollte nicht reinlaufen. Ja, okay, ich muss es einfach nochmal machen. Also, es kommt wohl echt drauf an, wie ich drauf springe. Ah, es gibt mir keine Äpfel. Also, lass mal gucken, ob ich da noch mal was verschiebe hier. Es kann sich nur um Stunden handeln. Viele, viele Stunden. Warum hat es denn jetzt wieder nicht geklappt? Okay, ich versteh's nicht. Ich meine, jetzt geht's, oder war ich. Oh, sorry, sorry. Oder war ich einfach zu schnell wieder am Anfang? Du sollst auf den Typen draufspringen, nicht rein. T0 wurde gehackt, wieso das denn? Das Zeitfenster, das man hat, um ihn zu treffen, ist aber auch sehr kurz. Oh wow, okay, das könnte. Oh scheiße, das könnte ein Weilchen dauern. Ich bin in so Sachen echt überhaupt nicht gut. Was so Timing und Kram angeht. Nee, das wäre schon wieder. Das schon wieder, nicht so. Und dann, statt die Äpfel zu nehmen, springt der ganz oft irgendwie. Da muss ich noch mit klarkommen. Oh mein Gott. So yeah, what guys are saying actually is that the window for that jump is very tight, so maybe I'm too early with my jumps? But I can't jump over him. Like, nah. Too late. Okay. Das wird dauern, das wird sehr lange dauern. Okay. Mhm. Ich sehe aber, ja. Ja, okay. Das war too late, ja. Okay. I thought I was too early with the jump, but I was too late. Ja. Danke, Nirel, fürs Erklären. Wow. Already game over in Stage 1. Nice. Warum bin ich im Stream eigentlich Boss? Ich glaube, du hast als letztes deinen Sub eingereicht. Kann das sein? Was habe ich getan, dass alle mich vernichten wollen? Och. Ich mache ein Pflaster drauf, dann geht das wieder. Wow, thanks Joe for the big host. Thank you so much. So, yeah, guys. If you know Joe's speedruns of this game, be prepared for a lot of fails, because this is my first playthrough so far. We already game over in stage 1, so. Can only get better. Yeah, I never played this game. But
but I played the version on Sega when I was 7 years old. I'm not sure if it's the same version, like gameplay-wise, or if there are any differences in gameplay. Oh yeah. Okay, so he grabs that automatically, right? Yeah, okay. Should try and get a few crystals. Oh, a chicken! Whoa! Oh, that's the first one I get! Didn't find the ones in stage one. Okay. So I have to be aware of that. Chicken. Oh, aber ich glaube, ich habe dann gar nicht super viele Continues, kann das sein? Also ich habe jetzt irgendwie hier noch einen stehen. Wenn ich es dann versemble, ist vorbei, ne? Kann ich dann wieder im allerersten Ding anfangen? Das wäre kacke. Hi Retro, wie geht's dir? Ach, und da kann man nicht drauf, okay. Whoa! Oh! And I can't just... Okay, I thought he can jump from that one to the other one. Ja, das wird dann lustig. Ich glaube, den kriege ich nur, wenn ich mich in die Stacheln fallen lasse. Ich bin mir aber nicht sicher. Man kommt doch eigentlich immer ein Passwort. Oh, okay. Ja, nee, ich frage, weil ich es nicht weiß. Wenn das so ist, dann ist es natürlich gut. Vielleicht lege ich mir mal meinen Block dann dahin. Ich meine, so kenne ich es auch von den meisten Spielen. Von daher, das wäre schon schön, wenn es so ist. Das ist jetzt das Continue, ja. Aber ich habe, glaube ich, irgendwo auch im Game Over Screen jetzt eine Zahl angezeigt gekriegt. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ja, also ich muss noch gucken, wie das dann ist mit den Sprüngen von diesen... Welches hier auf diesen einzelnen... Oh, das ist natürlich geil. Ah. Ja, wenn ich jetzt hier auf diesen einzelnen Dingern draufstehe, ob ich da irgendwas... machen muss, kann, wenn ich jetzt vom einen zum anderen springe, weil das kommt ja dann... Oh, Apo. Should I trust him? Oh, Aladdin auf dem NES. Nice. Ah, da kommt jetzt das hier. Ja, okay. Teppich! Da 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 da. Ba ba. Das ging automatisch. Oh Gott, ja. Yeah. Yeah, I remember that part from the speedrun. Oh, and I don't have any apples. No.
I wish I could have a few of these crystals. Yeah. And I screwed it up. Nice. I was trying to get the jump on a bed to get a crystal. Again. Okay. Oh! Oopsie! Das wollte ich eigentlich nicht einfach runterspringen. Okay, aber warte mal, vielleicht kriege ich es jetzt hin. Dann. Nein! No! Okay, no crystals. I don't remember, should I go up or down? Oops. Oops! Nah, I don't wanna go here, I guess. And I don't have any apples. Okay. Oh, das war too early. Damn, I need crystals. Oh, the rocks. Ah. I thought I could jump over that one. Okay. Yeah, now we have 0 credits. Let's see what happens. No! If I... Why is there no... okay. Ich kann irgendwie mein Tuch gerade nicht benutzen. Warum? Oder geht es hier gar nicht? Ich komme noch nicht drauf, wann das da ist und wann nicht. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich kann jetzt im Sprung dieses Tuch nutzen. Deswegen bin ich ja auch so gesprungen, aber irgendwie... Das war vielleicht diese Schriftrolle dann zum Einsammeln. Ich dachte, das ist immer da. Ach so. Das ist auch mal gut zu wissen. Okay. Ich dachte nämlich jetzt einfach, ja, das hat man halt so Standard. Naja, da oben wäre es wahrscheinlich, ne? Ich dachte, es ist so standardmäßig eigentlich mit drin, ne? Okay. Gut, aber das sind halt die Sachen, die musst du dann irgendwie erstmal rausfinden. Jetzt weiß ich es wenigstens. Oopsie. Oh. Okay, die kommen hier oben auch nochmal raus. Warte, da habe ich kurz Zeit. Ja, stimmt. Wenn du hier die Stacheln berührst, kriegst du nur ein Leben abgezogen. Das ist schon mal gut. Wieso nimmt der Teppich dich nicht einfach mit? Das ist irgendwie wie die Sache mit den Hobbits und dem Berg. Warum sind die nicht gleich irgendwie auf den Vögeln hochgeflogen? Abholen ja, hinbringen nein. Uh-oh. Du kannst dich vor den Abhang ducken, das sollte gehen. Für die Steine meinst du, okay.
Yeah, sorry, this is really bad gameplay. I have to figure a lot of stuff out first. Yeah, so for example, I thought that you can always do the A button mashing and stuff. And that you always have that to like do this little fly stuff. Nah, it took me quite a while to figure out how to beat that first boss. Oh! Ich dachte, ich bin draufgesprungen, aber irgendwie nicht. Ich werde jetzt nicht alles riskieren, um diesen roten Kristall zu finden. Ja, und wie mache ich das ohne, hä? Wie soll ich das ohne Teppich machen, ohne Tuch, was? Hey, Kuckel, how are you? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie der Sprung schaffbar ist. Stirbt man direkt, wenn man in Lava kommt? Ja, ich hätte den roten vielleicht kriegen können. Ups, hey! Okay. Gut, da stirbt man. Wie komme ich denn da rüber? Oh, oh. Muss ich jetzt, kann ich jetzt wieder... Okay, Passwort. Weil ich kenne das nur, wenn du eben dieses Tuch hast. Aber wie man das dann ohne Tuch schaffen soll, weil du kannst den Sprung ja nicht delayen irgendwie. Das ist halt das mit dem Tuch. Ah, ich könnte mich da dranhängen, ne? Ups, ja. Ich wollte es probieren. Ich wollte zumindest probieren, ob ich drankomme. Tue ich. Ich müsste nur ein bisschen schneller sein. Okay, der ist also schon schaffbar. Einfach nur der normale Sprung. Okay. Sag mal. Bescheuert oder was? Okay, so geht's halt auch, aber gut ist es nicht. Oh, wir haben wieder einen Teppich. Yay. Für jetzt. Und dann wahrscheinlich nie wieder. Wow. Okay. Be careful. Okay, ich wusste nicht, dass das ganz runter geht. Ah. Ich dachte, es bleibt oben. Mist. Das ist natürlich fies.
Jo, und da ist das Tuch auch schon wieder weg. Oh, da ist es wieder, hä? Okay, das bleibt wohl noch eine Weile da. Getraut, das zu benutzen. Der Screen bewegt sich auch noch so schnell. Es geht eigentlich. Oh, oh fuck. Okay, wow. Ich wusste noch überhaupt nicht, was mich erwartet. Oh Gott. Okay, ach du Scheiße, ja. Nice, nice, nice. Ich hab. Okay, I guess that might take a while. Okay, okay. So every hit is instant death. Ich kann halt ein bisschen zurück, aber nicht so heftig. Ja, okay. Warte, und jetzt habe ich kein... Habe ich gerade ein Passwort bekommen? Nee, ne? Okay, so that was the situation where I always died, Hanna. Yeah, I see why. I see why. So, okay. Either I didn't look correctly or we didn't get another password. So, I guess we have to do it again. So the whole stuff again, right? Man muss irgendwie ganz rechts sein und das, ja, also so wirkt es halt im Speedrun. Du weißt genau, wann du hochgehen musst und runtergehen musst, damit du halt nichts triffst. Aber wenn du es nicht weißt, also dann habe ich eigentlich nur die Chance, dass ich versuche, mir das einzutrichtern Stück für Stück, soweit wie ich komme. Weil ich... Eigentlich macht es bei so Sachen Sinn, dass du ein bisschen weiter links bist. Aber wenn ich da halt das Ding erwische, dann... ist das ja eigentlich keine gute... Not again. Okay, let's see. I'm too scared. Nope, nope, nope. Gotens, ich weiß nicht. Nee. Das war viel zu früh. Aber okay, zumindest einmal kann man sich ja irgendwie noch rausreißen, scheinbar. Ich vergesse immer, dass ich das Ding nicht habe zum Fliegen. Du kannst halt nicht korrigieren oder so nochmal fix. Okay. Und mein Finger so Schweiß. Ah. It's always the same. Always the same mistake. Oh. So, ja. Let's try again.
that's like the rocks are instant kill. Okay. So I have to go back or forth at the end. Okay, so I guess that's like very far to the end of the stage. Okay, a bit more further. Trying to stay more on the right and further down, okay. Maybe that was a bit too much, like, down. Okay, I didn't change my position, I guess, but... It's always the same spot. Yeah, that was the same spot like all three times. Okay, let's try again. But yes. That's very far to the end of the stage, so hopefully. Ja, ich bin ja guter Dinge, dass ich es irgendwann noch lerne. Ist ja irgendwie immer dieselbe Situation, wo es gerade hängt. Also hoffe ich mal. Mit ein bisschen Verstand, den ich nicht hab. Jo. Klappt das? Den nehme ich jetzt halt so mit. Was soll der Geiz? Okay, jetzt. Nee, nimm den schon mit hier. Bin ich zum Spaß hier? Ich bin. Das war jetzt sehr weird. Der war ziemlich. Was? Okay, das war komplett komisch. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, die Truhe, hoffentlich macht die mir keinen Ärger. Und dann rutschst du auf der Truhe aus und kommst da nicht mehr weg. Evil donated wieder. Wieso das denn? Vielen, vielen Dank. Ah, danke schön. Danke, 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 Evil. Yeah, but guys, really expect a few more deaths. This is really bad gameplay. Weil ich es kann, stimmt. Das steht da. Dankeschön. Okay. Okay. Ich kann mich halt nicht dran.
spot again and again and again. Ja, so ein Ticken weiter hoch. Das ist so schlimm. Es ist immer derselbe Spot, weil ich halt nicht sehen kann, was kommt und ich nicht weiß, wo ich dann bin. Und ich immer denke, oh, ich bin noch nicht an der Stelle und dann bin ich an der Stelle und denke mir, scheiße. Das war genau wieder das Allerselbe. Ach komm! Ja gut, dann zurück oder vor oder so. Nein! It's the same spot over and over again. Dieses Mal, wenn ich ein bisschen zurückgehe, dann die Steine durchkommen und ich dann unten durchkäme, wäre es vielleicht auch noch was. Na, wait. Wait. Okay. Yeah, but after these stones, I guess that's it. So just like that little bit. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal lerne. Ich mal gucken. Aber ich will es jetzt auf jeden Fall, von daher schauen wir mal. Ja, da traue ich mich nicht bei dem Roten. Da auch nicht. Oh oh. Ja, das hier wieder. Wie kann man eigentlich auch an der Truhe ausrutschen? Ja, der muss zuerst hier durch. Das Fiese ist wirklich, dass es eigentlich egal ist, wie viel Herzen du mit rausnimmst aus der Stage, weil wenn dich ein Stein trifft, ist es Instakill. Wenn dich die Lava trifft, ist es Instakill. Also es ist eigentlich egal, wie ich hier rauskomme. Habe ich so im Kopf. Die ist gut geölt. Ich bin so versucht einfach, so Thunder-mäßig gerade, mir einfach hier ein Savey zu setzen. Damit wir nicht das jetzt die ganze Zeit nochmal machen müssen, aber... Weißt du, wenn ich es jetzt auf Konsole spielen würde, wäre es ja genauso. Okay.
Das ist immer dieselbe Stelle. Ich fühle mich auch echt zu weit rechts irgendwie, um sicher zu sein, was ich mache. Ah, nee, zu weit runter wieder. Ah, das ist... Ich lerne es auch nicht. Das ist auch irgendwie meine Reaktionszeit einfach zu lahm für. So, und dann kommt mal noch einer und dann muss ich nochmal hoch. Oh, da war noch was. Nein. Ich dachte, dann kommt so ein Stück Lava und das war's dann. Das heißt, das muss ich mir auch noch merken, dass ich da irgendwie durchkomme. Nein! Das ist mir einfach zu weit rechts. Ich kriege da Panik, weil ich nicht sehe, was kommt. Aber ich muss es ja wegen der Lava. No! Na, das ist doch fies. Woher soll man das denn wissen, wenn man es nicht weiß? Also muss ich da im Tunnel vielleicht ein bisschen zurücknehmen, sogar Speed. Nein! Ach, so ganz am Schluss. Oh, ich glaube, da war schon der Ausgang, oder? Also im Tunnel sollte ich wahrscheinlich dann wirklich nochmal ein Stück nach links, ne? Vielleicht einfach, damit ich mehr Zeit habe zum Reagieren dann. Yeah, so I guess for the very last passage of this, I can be a bit more on the left side. So I have more time to react. Doesn't seem like the lava is so close. Mensch. Okay. Ich mache das jetzt so lange, bis es klappt. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber eigentlich will ich es schon hinkriegen noch. Ups. Okay. I grab a glass of water and then I'll be back in a few seconds. Thank you.
Okay, I'm back, guys. So, I guess I have the best motivation now because I said to myself, no coffee before I got that stage done. So yeah, because I can't live without coffee, I should get the stage. Danke, Evil. Yeah. I like to suffer, honestly. Hi Demon, frohe Ostern auch dir. Schön, dass du da bist. Wow, Steaks with the house. Thank you so much. Wow. Okay. Immer der Sprung. Warum? It's always the same jump. Ostern. Hi. Und Leute zu mir noch so, ja, ich würde mich schon wundern, wenn du das nicht unter einer Stunde schaffst. Wer bin ich denn? Ich meine, ehrlich jetzt. Unter einer Stunde. Seriously. Okay, vielleicht kann das jemand, aber ich kann es nicht. Hey Steaks, how was your stream? Der war blöd. Yeah, that was just me being dumb 2 times in a row. Nice. And I didn't get crystal. Sucks. I wish I could do a safe state right here. not bad, Chronicles are still mad at me. Ah, oh, you did another PB last week, nice. Congratulations. Oh, and big PB in this game as well, nice. It's raining PBs, dude. Awesome. Okay, good luck, Nereus. Verpasst vermutlich nicht viel. Das sowas triggert mich einfach enorm, wenn ich zu weit rechts bin. Ich sehe halt nichts. Ich sehe nichts und ich kann nicht wirklich reagieren. Das ist. Ich hasse sowas. Mich triggert es, weil ich konstant das Gefühl habe, ich will nach links drücken. Ich will den Typen irgendwie nach links bringen. Nee, das funktioniert nicht. Boah. Also wenn es halt gar nicht geht, rein fürs Zugucken, wäre ich vielleicht wirklich versucht, einen zu machen. Ich meine, dann mache ich ja das hier trotzdem jedes Mal wieder, aber... Das Ding ist halt, die Höhle geht ja und die dann jedes Mal wieder zu sehen, ist halt schon irre langweilig. Gerade für so einen Stream.
Da waren auch Steine irgendwo, ne? Da waren Steine irgendwo. Lass mich in Ruhe. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Oh, Stage almost broke me. Oh, hell of a stage, guys. I didn't remember that game being like that hard. And I'm still not sure, but from what I've seen so far, it looks like the very same than what I played on Sega when I was 7 years old. So it might be the very same stages. Maybe cosmetic differences, but I think so far gameplay is the same. One thing I mentioned earlier was that when I was in Turkey on holidays, I got a cartridge with like 14 games. And there was a Game Boy version of Aladdin. I'm not sure if that's a legal thing, but like if that really exists. Okay, and I can't. Okay, just a normal jump for now. Almost forgot. Oh, my cat is crying! Oh, why are you crying again? Oh, there it is! Yes! Wow, Crowny, thanks for the follow! Crowny Suckable Screen. Nice name. Okay. I should try and get some crystals in this stage, just to be sure. So yeah, cat, what's up? Yeah, Genie stage in speedruns is pretty much puke all the time. So let's see how it is like doing that casually, cat. Yeah, if you hear some crying in the background, that's my cat. My cat always wants me to pay attention, I'm sorry. Which cat? The second one. The pirate looking cat. Oh. Okay. Wow! Okay, he doesn't grab that. Okay, okay. Oh, Wixie, how are you? Good to see you. Yeah, this game already broke me. That stage with all the lava and stuff. Like that section when the lava is following you. It took me like, oh my god, I don't know. I had like 2 game overs, or maybe 3. Yeah, pretty bad. Moment in der Stage war ich aber auch voll vergessen. Yeah, mixtape. Yeah, so right now I'm feeling pretty bad. Like this game is feels super hard for me. So yeah, with that stuff that Genie does here, I'm not sure if can I jump down. Yeah, but I didn't get it. Yeah, so with what he does now, I'm not sure if I can only jump at these things once. Because I jumped on that little
on that one little thing, and then I wanted to correct my position, and he didn't grab it again, so I guess I can only jump on that stuff once. But I'm not sure entirely. Damn, and I need coffee. I really need coffee. Aladdin speedrun? Nope. Not really. I wish I could though, because this game looks cool as speedrun. But just that one section with the lava, that was... Oh man, that always broke me. So, just that one section, not sure if I can do that. That jump felt weird, kind of. Not sure why he didn't jump high enough. Oh. Yeah, thanks. Okay, what was that actually? That was weird there. Okay, but we have our password here. Tana wants to do a speedrun of this game. Nice. Can't wait. Okay. Since there is no timer, I need a coffee. So I'll be back with coffee real quick. I'll let the game play a bit. Oh, my cat is still crying. Maybe because I made myself some coffee and ham. So I guess he wants my ham.
I mean, who doesn't? I can eat ham and bacon all the time. Well, humans. Okay, so let's see how the stage goes. But yeah, I'm glad we made it through the lava part, because that's the thing that always triggers me in games, because I'm super bad at stuff like that. Like, if the screen is scrolling pretty fast, but you have to be very far on the right side and you don't know what's coming and stuff like that, that's always a huge trigger for me. I've always been super bad at that kind of stuff. Ah, Joe with the coffee! So much coffee love in this chat. Wow, Chanda! Chanda mit der Dono, vielen, vielen Dank! Ah, ihr seid so lieb, was ist denn heute los? But yeah, how was your stream after I left, Joe? Did you get a run in, or is game just trolling today? Wow, Retro-Fan mit den Bits, vielen, vielen Dank! Was los mit euch? Danke, danke, danke! Nee, du bist natürlich böse, Evil, also ist ja mal klar. Ich spreche ja jetzt über Menschen. Oder Leute, die so tun, als wären sie Menschen. Yeah, funny thing I've heard a few weeks ago was like feminists being... Okay, talking about humans and stuff, like, I heard feminists saying that, like, you can't say humankind, because if you say humankind, there's like man in it, and you can't do that. Yeah, and there was Justin from Canada, and he said, we don't want to say humankind, you know, because you can say peoplekind, so that's better for women and men. I was like, what the fuck is this shit? Okay. That's that thing. Okay, for some reason I just didn't jump. I'm sorry. Hey, Aina, wie geht's dir? Justin is an idiot. Yeah, I agree. I mean, I don't like to talk about politics in general, but there is some stuff sometimes where I'm like, are you serious, guys? I mean... What's wrong about saying humankind? That has nothing to do with gender. Like, in my opinion, but hey. I don't like all this gender discussion, so... Okay... wait, I have to do my screen a bit more down, so I can see the whole picture. Yeah, people kind is like, that's super weird. Like, all that gender shit. How can I. Okay, okay. Got that one. I mean, doesn't matter, because I guess I will die a lot still, but. Okay, let's see if I get us this time. Oh, he did it this time. Okay, I'm not sure why his jump was a bit lower last time. An einigen Stellen kann ich es gut verstehen, aber wenn man nichts... Ich kann es ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht mehr verstehen, weil ich finde, es wird einfach mittlerweile überall benutzt. Oh nein, wenn ich jetzt nicht sage Kunden und Kundinnen, dann fühle ich mich da irgendwie offended. Ich meine, Leute, jetzt mal ernsthaft, das ist halt einfach
Das ist halt einfach generisch. Das steht dann halt einfach für beides. Das ist doch scheißegal. Also. Okay. Wait, what? Okay, I was able to jump on all the hands, but not on that one. What? Okay, I didn't get that. Maybe I missed something, but I... Like these ones. I can jump on all these ones, but the last one, he fell through. Yeah, it's fine with that one, huh? Maybe I didn't hold my button or something. Oh, stupid. Okay, kill them all. Grandfaloon, hey, how are you? Thanks for stopping by. Yeah, it's a bit weird because I'm streaming at a time where like some people from US are still awake and people from Germany are awake, so I'm always trying to speak both so everybody can understand, but it's hard sometimes. Also, I'm missing a few words sometimes, so that one. The thing we are flying with, I don't know how it's called in English. So I can't really describe it. Oh, don't die. You have to change language every word. Oh, nein, that will... sein shit. I don't... That was very unterhaltsam, yeah, very entertaining. The chicken emote. Ah, I love chickens, except in Zelda games. Okay. Go jump. Oh. It's... what? Okay. Huh? It's the first time he does, like, only these things? Why? Okay, now he jumped on it. Last time we fell through, and I don't know why. So, okay, one thing I don't know is can I grab that red ball to the right? Hallo, liebe Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegins. Oh my. Ja, das Ding bei mir ist, ich hab zum Beispiel auch echt nichts gegen Transgender. Ich habe auch einige Freunde, die Transgender sind oder kenne halt auch einige Leute jetzt, ob von hier oder aus den USA oder so. Und ich denke halt immer, so eigentlich hat jeder das Recht, glücklich zu sein. Und wenn du das halt nur kannst, wenn du dann halt weiblich bist oder männlich oder whatever, dann ist das voll okay. Was mich ein bisschen stört ist, ich habe mittlerweile das Gefühl, das trifft natürlich nicht auf alle zu, dass da oft einfach nur diese Opferrolle ausgespielt wird, weil du das irgendwie brauchst für dich selber. Also es geht gar nicht mal mehr direkt um die Sache jedes Mal, sondern du fühlst dich halt bei jedem kleinen Scheiß total offended. Alles offendet dich irgendwie und das irgendwann hört es dann halt auch auf. Also da weiß ich nicht, ob das noch so ganz ernst gemeint ist, was die Leute da manchmal machen. Okay, I can grab that. Good to know. Oh shit, what's going on here? Fuck, yeah. Okay.
Wow. Please grab that. Thanks. Okay. Okay. I'm super scared because... Wow! I thought I can grab that. But he didn't in the first place. So sometimes I can grab that and sometimes I don't. Oh! And I didn't jump for some reason. Okay. So yeah, that's just my fingers sometimes. The worst fingers. You guys know them. Oh. Ja, jetzt fühle ich mich natürlich voll sicher. Siehst du? He didn't grab it. That happens sometimes and I don't know why. So do I need to press anything to grab these things? Because I don't think so. Yeah, and now he grabbed it again and he fell off immediately. So that's just stuff that I don't understand yet. Because I don't need to push any button to grab these ones. I'm just fine by jumping there. Und jetzt kann ich das Ding nicht mehr erwischen, ne? Also ich... Again, he didn't grab it. I don't understand yet. Don't understand. Sometimes he grabs it and sometimes he doesn't. Hey James, wie geht's dir? Ja, also das ist einfach was, da muss ich mal noch gucken, wie das funktioniert, die Mechanik als solche. Weil bisher war es bei allem eigentlich so, dass er das einfach grabbt, wenn man dran geht. Und jetzt hat er es nicht gemacht. Ja, die lauten Geräusche, sorry, da wird gerade eine Tüte aufgemacht, das hat sich gleich. Nee, also da komme ich noch nicht so ganz mit. Manchmal grabbt das nicht. Und ich check's noch nicht ganz. Oh, Ferien, nice. Cool. Das freut mich natürlich. Ja, also ich weiß nicht. Ich komme noch nicht drauf klar, wann er das grabt, wann nicht, warum. Da wieder. Ja, und jetzt die falsche Richtung. Also, gut. Da muss ich einfach nur ein bisschen gucken. Aber ich denke mal, das gibt sich auch irgendwie. Wow, nicer Jump. Mag ich. Finde ich geil. Also ich hätte da zum Beispiel, glaube ich, einfach nicht so lange warten dürfen. Ich will schon gerne das hier mitnehmen. Wie ich mich nicht traue, ey, da runter zu gehen.
Nee, ich trau's mich nicht. Also ihr habt auch keine Ahnung, ob das irgendwas, ob man da irgendwas machen muss zum Grabben. So, und jetzt mal gucken, ob er zu dem einen wieder hochgeht hier. Ja, jetzt macht das. Jetzt werden die auch einfach gegrabt. Okay. Ja, du wirst vermutlich noch eine ganze Weile hören, die Musik hier. Ich bin einfach noch nicht ganz sicher, wie das ist mit dem Sachengrabben hier in der Stage. Jetzt hier dieses... Jetzt grabt das! Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas anders gemacht habe. Okay. Ha, jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. No! Ah, das wusste ich nicht, was da noch kommt. Grrr. Okay, das war wieder komplett weird. Also ich glaube, ich muss da aufpassen, was von beiden er dann will. Ob ich was grab oder ob ich aus Versehen eher auf was drauf springe. Wenn die Sachen so nah beieinander sind. Oh, jetzt habe ich... Sorry. Das sind halt so dumme Fehler dann irgendwie, die sich anschließen. Jetzt wieder, das ist komisch. Also die Stelle, die, da komme ich echt nicht drauf klar, weil er muss das ja eigentlich grabben, um weiterzukommen, aber er macht es nicht immer. Und ich bin auch noch nicht, ich habe jetzt extra mal Knöpfe gedrückt, für den Fall, dass man das braucht. Ich frage mich halt, was ich noch machen kann. Okay, er grabt es, aber er lässt es nicht. Gegrabt. Das. Da komme ich irgendwie noch nicht ganz drauf klar, warum das so ist. Also, es dauert halt ein bisschen länger, aber. Das sind halt auch Sachen, wo ich mir denke, naja, irgendwie, wenn es nicht beschrieben ist, woher soll ich's. Wie soll ich wissen, was er macht und warum er es macht? Na, das liegt wahrscheinlich schon an mir, aber ich weiß halt nicht, was ich machen muss hier. Genau, rumskillen in Dark Souls 3. Mhm. Das ist das Allerwahrscheinlichste, was passiert, wenn ich das Spiel anfasse, ja. Also bei den Sachen scheint er die so zu grabben. Katze? Was? Was macht der gerade? Warte mal kurz. Okay, I guess there is something out of the window and my cat is like, I wanna fight that. Yeah, that's a bee. Okay, there's a bee outside the window, yeah, and my cat is like, nah, let's fight. And the bee is like, yeah, I'm on the other side of the window. Katze spackt ab. Es hilft aber jetzt nichts, wenn wir das Fenster kippen, weil dann kommt das Scheißviech hier rein.
Kannst ja essen. Ich glaube nicht, dass Katze Biene essen sollte. Das ist mehr so ein Fliege. Ja, yeah, but if I open the window, my cat is like gone. Oder Katze springt raus, ja. So, yeah, that's the thing that I don't get is... This time he grabbed them both, and sometimes he doesn't grab things. Oh. Again, he, like, what the fuck? I don't get it. Ja, jetzt sind wir nämlich direkt wieder an der Situation und dieses Mal grabt das. Ich komme noch nicht drauf klar, wann er das macht. Und wann nicht und warum. Kind of stuff is weird and I don't get it. Wow, danke Nirel für den Sub. Wow. Okay. Wow. No, don't do this to me. Grab that thing. Thanks. Ja, also das mit dem, dass er manchmal Sachen grabt und manchmal nicht, das macht mich schon ein bisschen... Ich verstehe es halt nicht ganz und dann weiß ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Okay. Die sind ein bisschen komisch, die Sprünge. Okay. Ja, ich bin noch nicht ganz mit dem ganzen Grabben. Springen, Grabben. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Was ist der Unterschied zwischen... Abgesehen vom Preis. Genau, wenn er es eingestellt hat, kriegst du Zusatz-Emotes. Gilt aber, glaub, nur bei Partner. Ich weiß nicht. Nee, das gilt, glaube ich, auch bei Affiliates, weil ich weiß, dass Joe hat ein Emote, das ich benutze für die 4,99. Und für die 10 kriegst du noch so einen goldenen Bomberman als Emote. Also es gehen durchaus auch bei Affiliates mehrere Emotes. Ich glaube, du musst die halt selber freischalten dann nochmal oder so. Hm.
wie ich gerade voll nicht gucken kann, weil ich zu blöd bin zum Spielen. Wow, Tanda mit Twitch Prime. Danke, danke. Yay, wir kriegen endlich ein neues Passwort. Wahnsinn. Ja, bei uns hat irgendwie nur Ulva das Amazon Prime. Und der subbt dann immer damit Leute. Ich habe halt keins, deswegen bin ich da ein bisschen, muss ich da ein bisschen sparsamer sein. Aber ich habe jetzt zwei Leute gesubbt, die ich wirklich ganz oft gucke. Das geht dann. Aber ich habe zum Beispiel jetzt, boah, echt über ein Jahr eigentlich bei Paul gesubbt. Den habe ich 2, 3 Jahre gucke ich den schon. Habe auch ziemlich viel geguckt und der switcht jetzt aber zurück halt zu World of Warcraft Speedruns. Ja. Und das ist halt was, ich kann halt gar nicht mit Warcraft und oder WoW halt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann macht der Sub zum Beispiel auch echt keinen Sinn für mich. Also 5 Euro jeden Monat, das ist vielleicht nicht viel. Aber wenn ich dann halt gar nichts gucke und ich kann mit dem Game absolut nichts anfangen. Ja, ne? Pff, jo. Deswegen habe ich es gerade echt nur bei Leuten, wo ich sage, okay, die gucke ich wirklich viel. Ansonsten kannst du ja cheeren oder was auch immer da noch alles ist. Was bringt mir das jetzt? Ein Emote, glaube ich, und das war's. Ich kann hier nicht auf die Köpfe... Ah, oh, da waren Fledermaus. Doch, ich kann auf die Köpfe. Ah, da ist auch noch... Ich dachte nämlich eben, ich komme da nicht drauf, aber ich war wahrscheinlich zu weit unten. Ich frage mich immer noch, ob es hier Secrets gibt oder so. Au! Okay, they're coming out of sand. Okay, ja. Yeah. Oh. Au. Oh. Okay, I guess I will die, but... I think I need to land the stage first. Do we need more emotes? Not for now, but I'm thinking about it. Ah, the chicken emote is yours, right? Ah, no, it's from a different channel, but yeah, Grandfaloon is doing emotes, so... if you like creative streams, oh, stop by, give it a try. Oh, these guys... Okay... The. Crystal! Can I go up here? No, I can't. I can't. Oh! Oh! Don't grab that! Please! Whoa! Okay. The platforms can disappear. Nice, nice. I didn't pay attention. Devil May Cry 1 HD gibt es übrigens kostenlos. Ja, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob mich das reizt. Ich habe es damals mal gespielt ein bisschen, aber ich habe zwischendurch irgendwann noch mein Video reingeguckt und fand es gar nicht mehr so geil. Cat is still crying. Ah, that's very kind of you. I mean, thing is, I like to pay people if I want them doing things for me, because I have a creative job as well, and I know that sometimes it's not easy to earn enough money, so yeah. But if I know which emotes I want, I may message you. But yeah, thanks for that. Stranded Deep haben wir glaube ich auch mal gehabt, oder? Hast du mal gespielt, Mo? Nein. Nein. Oh.
The bad stuff. I wasn't high enough for that one. So yeah, are these platforms breaking? No. Okay, they're not. Ah, Cat, what's up? Oh, chicken and a cat on my table. See ya, Cat. Ich habe das Spiel irgendwie doch viel länger gespielt als gedacht. Ich bin ja auch bis Tanda jedes Mal so, ich kenne die Stage irgendwo hier. Ach, Tanda, du willst doch bloß, dass ich mich gut fühle und dann sagst du mir, wie skillig du warst. Das war mir klar, wenn ich das... Nein, nein, hör doch auf. Warum springt der da rein? Warum mache ich das? Wie viel Leben habe ich gerade verloren, weil ich doof bin? The bats. Don't like these bats. There is something, yeah, I see it. Okay, what's in there? Oh, one up, nice. I take that. No, I want that crystal. Oh, chicken! Stranded Deep gibt es ein LP bei Gronkh, ist schon ewig her. Ja, das ist auch schon irgendwie ein bisschen älter, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ist das irgendwie... War das Early Access? Ist das noch Early Access oder irgendwie sowas? Oha. Das sieht ekelhaft aus hier. Uah. Warte mal, ich brauche irgendwie... Kann ich hier kurz anhalten? Because I need coffee. Heutzutage ist alles Early Access. Ja, da ist ein bisschen was dran. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch noch sehr verbuggt ist. Ich habe im Kopf, dass es ganz am Anfang relativ verbuggt war. Ich brauche mal dieses Trittbrett für meine Füße. Tanda kommt wahrscheinlich demnächst und sagt so, oh ja, den Final Boss, den... Ich denke mal, an den Dingern kann ich mich festhalten. Okay, kann ich, wenn ich so von der richtigen Richtung aus erwische, ich Dulli. Okay. Die brauchen vermutlich zwei Schläge, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Nee, Junge, mach du mal mit deinen Pfeilen rum. Ich bin raus hier. Oh! Oh! Okay, da war das Timing echt fies. Echt fies und echt schlecht. Aber ich denke, das sind auch so Level, die muss man einfach öfter spielen, damit man weiß, was kommt. Ja, das war jetzt auch wieder so semi-geil. Okay, was jetzt? Was? Was ist das? Was? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Apu! Das geht im Speedrun so schnell, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass der da drin ist. Apu, was los? Donk, donk, donk. Der ist ja mal cool. Okay. Lol. Was für ein weirder Kram. Weil ich nicht mehr wusste, wie er heißt, habe ich jetzt geschrieben.
Jasmine, Jafar, Mann, Jasmine. Ja. Mann. Der Weihnachtsmann. Also okay, wer auch immer alles gemeint hat, ne? Ich bin böse, wenn du es nicht unter einer Stunde schaffst. Sorry, wir sind jetzt, glaube ich, für den Rest unseres Lebens Feinde. Aber es ist schon ein cooles Spiel. Boah, mach mal Rollladen runter, es ist so sonnig irgendwie. So viel Sonne. Normale Menschen freuen sich über die erste Frühlingssonne. Wir sind keine normalen Menschen. Oh, mach mal Rollladen runter. Okay, kann ich hier Vögel umbringen? Also nicht, dass ich das will. Meine Güte, nein. Aber, oder Brieftauben? Also ich glaube, die Stage ist einfach nur so eine Special Stage, um auch zu gucken, dass man genug Kristalle kriegt für später. Boah, Steuerung von dem Teppich. Alter Schwede. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Hallo? Kriege ich hier noch Crystals? Danke. Ich kann leider die Lyrics nicht mehr, sonst würde ich es vermutlich auch noch singen, aber... Ach, fürs nächste Mal dann, wenn wir es als Speedrun machen, ne? 2050. Ja, aber dann machen wir das mal. Ja, weil wir kriegen dann nämlich mehr Herzen, deswegen will ich schon. Badam, badabam, bam. Gucken, dass ich. Ja, wenigstens eins. Ey! Ja, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich kann die Dinger nicht mehr. Jaff. Jazz al Jaff. Kannst du schön im Duett mit Ulva singen? Ich glaube, ich kriege gleich irgendwie einen Gegenstand über, der noch auf dem anderen Tisch steht. Nee, lass mal. Aber ich erinnere mich da voll dran an den GDQ-Run von Hulk. Der hatte ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es zwei oder drei Leute waren auf der Couch und dann haben die das gesungen. Er auf Französisch und ich glaube der andere dann auf der Couch irgendwie auf Englisch und einer auf Deutsch oder so. Oh, das war echt cool. So, ich glaube Ulva macht nicht mit. Ja, ich glaub's auch. Was mache ich nicht mit? Wir sollen singen. Die Katze singt. Aber irgendwas oder? Nein, das Aladdin-Lied, aber ich kann das auch nicht mehr. Ich weiß nur noch A Whole New World und das war alles. Das sind halt... So, ich musste mit den Fingern zählen, 4 Butter. Was, wie komme ich denn da dran? Kann ich die benutzen? Ich glaube nicht, ne? Ah, ich hätte wahrscheinlich... Okay, dass die hier so rumschweben, hätte ich auch nicht gedacht. Gut. Oh, warte. Wow, den einen hat er jetzt auch wieder überhaupt nicht gegrabt. Nee, ich mag diese Messer hier nicht. Fuck it. Ich mag keine Messer. Ah, jetzt wollte ich die Äpfel noch einsammeln. Greedy shit of greediness. Aber mal gucken, was hier oben ist. Oh, nix. Aber hier oben ist ein Crystal. Oh, und die gehen dann weg. Okay. Nee, ist falsche Richtung schon wieder, Aladdin. Oh, das One-Up. Das ist fies. Drei Stück, einer auf Deutsch, der auf Englisch und nur so 3 Wörter und... Ja, Französisch war ja dann eigentlich halb, glaube ich. Oder es hat auf der Couch dann... Achso, der von der Couch dann. Also ich habe einen Ohrwurm von der Melodie, aber ich habe... Ich
habe halt keinen Text, was ein bisschen scheiße ist. Ah, der Treffer war fies, ey. Ja, ich muss echt alles, was ich habe, an Kristallen einsammeln, weil das Level ist echt nicht so ohne und dann noch Boss demnächst. Ja, ist schon wieder so ein Ding, wo ich nicht weiß, wie ich da hochkommen soll. Kannst du hier hochspringen? Was denn das für ein Vogel? Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Kristall komme. Ich will es auch gar nicht wissen, ne? Wenn ich ehrlich sein soll. Ach, Drecksvogel. Ah, die mit den Pfeilen, da brauche ich ein bisschen zu lange für. Bis ich das checke. Okay, wir sind gleich tot. Nett. Da. Falsch geduckt. Falsch geduckt. Okay, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das hier mit den Vögeln nehmen soll, um ehrlich zu sein. Ah! Ich wollte nicht so hoch, weil das geht schief. Das geht übelst schief. Oh! Ach so! Da kommen die Flammen her, wenn die Dinger runterfallen. KK. Ja, und da ist schon wieder so ein Ding runtergefallen, ne? Scheiße. Ich sollte da mehr drauf achten, wann die fallen. Hab ich überhaupt nicht gedrückt. Kommt ein Säbel in die Fresse und hält sich das Knie. Ja. Ne, die Vögel hier check ich noch nicht. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, dass ich auf die, jetzt kommt das mit der Lava. Nee. Du springst so nicht, Junge. Scheiße, da ist ein Crystal, ne? Ich will den haben. Fürchte ich. Kommt das bis hier hoch? Ich hoffe nicht, aber ich muss es jetzt mal ausprobieren. Okay. Jago heißt der. WTF Evil. Was hat Evil wieder gemacht? Ich schätze mal, Evil ist irgendwie in Steam wieder der Finger ausgerutscht oder so. Kann ich mir jetzt vorstellen? Nee, das ist nicht mein Magen, der gerade knurrt. Der tut nur so. Ich nehme das mal safe. Ich bin mir nicht sicher, wo das hinführt sonst. Ah, sie bewirft dich mit Spielen. Sie will dich bestimmt umbringen, Tanda. Was anderes kann ich mir bei Evil gar nicht vorstellen. Hab nichts gemacht, sage ich doch. Finger ausgerutscht. Das kennen wir doch. Wieso geht er jetzt nicht da hoch? Wieso grabt er das nicht? Hä? Und jetzt macht das. Das sind also Sachen, die finde ich ein bisschen komisch. Jetzt wieder. Hä? Sag mal. Okay, also das sind halt so Sachen, wo ich denke, naja, da weiß ich nicht, ob ich da Leben verlieren muss, weil, ich die halt grabbe in meiner Welt und er grabt sie nicht. Hä? Ich komme noch nicht drauf klar manchmal, warum er das manchmal macht und manchmal nicht. Jetzt haben wir halt nur noch ein Herz, das ist echt blöd. Das Chicken. Was macht das? Oh, ich glaube, das ist schlecht jetzt. Ich komme hier nicht mehr hoch, ne? Ja, klar, weil jetzt ist Jafar, oder? Kann das sein? Grill, kann das sein? Ja, ja, komm, okay. Und dann müssen wir halt den ganzen Scheiß nochmal machen, wenn ich jetzt verkacke bei ihm, ne? Oh!
ich hab's verkackt. Okay. Scheiße. Ich muss mir merken. Oh. Okay, ist das Ren, wo er die macht, oder? Oh nein. Oh, okay, dann muss ich mir erstmal einprägen, was er treibt. Wow. Er trifft mich auch überall. Das ist so fies. Okay, und der Sprung war nichts. Scheiße. Ja, schade. Ich weiß, man kann da auch noch was rausholen, wenn man will. Wenn man das hier richtig macht. Aber ich war zu blöd und ich springe auch noch rein in das Viech. Oh, nee, das war nicht gut. Ah, oh, ich springe rein. Mist. Also es geht, wenn man sich einprägt, was er macht und wie man es ein bisschen sieht. Das bringt mir jetzt nichts mehr. Man kann auch durchaus mehr Hits irgendwie landen. So kenne ich es jetzt vom Speedrun, wenn man diese Viecher, die er spawnt, eins nutzt, um auf ihn drauf zu kommen. Und dann relativ schnell das andere nochmal grabt. Was ich mir jetzt merken muss, ist, dass wenn er diesen Stab in die Erde macht, dass ich dann erstmal der Kugel ausweichen muss. Aber was er macht, ist halt RNG, die Patterns. Also, ob er jetzt das macht oder was anderes macht, ist eigentlich relativ... Ah, Mann! Ich bin halt auch ein Dulli ein bisschen. Ah, und ich versuche auch noch ein Double hier zu machen, weil ich dumm bin. Ich sollte es lassen. Ich sollte sowas nicht machen. Ich mach's schon wieder. Und jetzt komme ich nicht auf den Stab. Scheiße. Das ist halt ganz schlecht. Und ich springe halt auch nur noch rein. Okay, der letzte war eigentlich besser noch wie der hier. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Normal nimmst du die Viecher, um auf ihn drauf zu kommen. Aber das war jetzt, ja, es war furchtbar komisch. Vielleicht sollte ich es auch safe nehmen, wenn ich mir bei den Viechern nicht sicher bin und die nicht benutzen. Ich brauche halt auf jeden Fall einen hohen Sprung. Ja, den hat er eben nicht gemacht, warum auch immer. Ich sollte das nicht machen, wenn er mir nichts gibt, womit ich hochspringen kann. Jetzt nimmt er den Stab nicht. Okay, das war jetzt komisch. Da habe ich nicht gewusst, was anzu... Also manchmal berührt er den und macht die hohen Sprünge nicht. Den da brauche ich, ja. Na gut, muss ich halt ein bisschen gucken, warum das so ist. Nee, mache ich jetzt nicht mehr, Jaffa. Kannst du dir abschminken? Und jetzt hat er wieder einen hohen Sprung gemacht, aber nicht richtig. Oh, komm. Ist doch zum Kotzen. Zum Brechen ist das. Wow, und ich renne auch rein, weil ich doof bin. Okay, ich will eigentlich nicht, dass er die Viecher spawnt. Ich komme... Ne, manchmal macht er den Sprung nicht hoch genug und ich komme nicht drauf, warum. Jetzt spring doch nicht rein noch. Oh. Das Tuch macht mir alles kaputt. Okay. Gut, ich probiere es nochmal. Also das Schlimme ist halt, dass wir jetzt eigentlich fast am Schluss sind vom Spiel und ich habe die Mechanik noch nicht verstanden. Das ist so das Hauptproblem. Ja, ich werde direkt nur mal ausgelacht. Danke. Ist aber in dem Fall auch verdient, muss man sagen. Wenn man so weit ist und hat es noch nicht geschnallt, dann gehört es einem nicht besser. Was mache ich denn jetzt hier unten?
okay. Dieses Mal springen wir nicht auf ihn drauf, sondern dran. Na gut. Jedes Mal, wenn das tut, wenn es geht, dein Timing flöten. Na gut, aber ein bisschen brauche ich es ja, wenn die Sprünge zu kurz sind. Dann muss ich es ja irgendwie delayen. Das ist halt das. Ich weiß nur nicht, wann ich was mache. Oh, das war zu früh, weil ich doof bin. Da wollte ich den Crystal jetzt zu arg. Hey, Blackie! Wo ich halt noch überhaupt nicht drauf klarkomme, ist halt wirklich die Sache mit den Viechern irgendwie. Stell ich mich da zu blöd dran? Ja, aber du hast vermutlich recht. Vermutlich muss ich einfach weniger mit dem Tuch arbeiten. Also konstant weniger. Nee, ich wollte hier eigentlich nochmal hoch. So safe und so. Ja, ja, klar, das ist dieses Button-Mashing. Aber das hilft mir jetzt beim Boss auch nicht viel. Kann der nicht, wenn ich das Ding... Okay. Lass den, der ist komplett gelaufen, der Versuch. Ich muss mich dran gewöhnen, dass der an dem Ding nicht rückwärts springen kann. Ich kenne es von anderen Spielen, dann denke ich mir immer, ja, das ist so. Nah dran ducken, nicht so. Und vielleicht auch nicht in den Vogel reinspringen. Kommt der hier runter? Okay. Gut, hier... Das sind dann wieder so viele, die mich eher ärgern, weil das halt einfach nur Ausrutschen ist. Das muss nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, wenn man sich das ein bisschen eingeprägt hat, wie der Kampf funktioniert, dann geht das durchaus. Die Schlange stelle ich mir jetzt schwieriger vor und ich weiß nicht, ob ich die beide direkt hintereinander machen muss. Kann schon sein, dass da kein Safe mehr dazwischen ist. Aladdin Speedruns! you can call it slow run, I guess. Ich kann den wegbouncen, wenn ich hänge. Ja, das habe ich vorhin gemacht, aber da muss einfach die Art, wie du hinbounst, zu dem muss stimmen. Weil jetzt war ich irgendwie zu weit unten oder so und dann, du kannst eigentlich vom Ring direkt auf den Kopf, wenn das passt. Aber irgendwie hat es da überhaupt nicht gepasst, so vom Gefühl her. Nice. Wollte ich jetzt nicht? Wollte ich überhaupt nicht, nee. Und jetzt grabt das wieder nicht? Doch, er grabt's. Okay, da war der erste Durchlauf aber durchaus besser. Grab es bitte oder geh hoch. Ich spiele das erste Mal, ja. Also ich kenne den Speedrun, klar, aber das ist halt ja eh nochmal was anderes dann. Okay. Ah, das habe ich vorhin auch nicht ver... Hühnchen! Habe ich jetzt flambiertes Hühnchen oder wie... Okay, ich habe Hühnchen. So oder so. Aber ich würde gern hier irgendwo noch... Hoch. Ja, ich habe es mir auch noch nicht gezockt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, Mensch, mach mal langsam. Nein! Wieso gehst du... Ich will nicht, dass du runtergehst. Ich glaube, jetzt geht er hier hoch. Ja. Ah, ich hätte mich da wieder dranhängen müssen für den Crystal.
Aber wir haben eh zu wenige, als dass das jetzt wirklich was bringt. Hab das damals als Kido immer bis zum Teppich gespielt. Ich habe damals, als ich 7 war, die Version gespielt auf dem Sega. Und ich glaube, wir sind da immer nur zu dem Abteil gekommen mit der Lava, die einem verfolgt. Und das war auch vorhin echt, da habe ich die meisten Anläufe gebraucht. Das war schon hardcore. Weil ich hasse das, wenn der Screen scrollt und du musst halt so weit rechts sein, dass du eigentlich nicht mehr, noch nicht siehst, was kommt. Aber du musst es halt. Und dann musst du halt einfach, quasi das Level machen, einstudieren und wissen, wann du mit dem Teppich drücken musst. Aber das war so abnormal. Also, boah, Hut ab, wenn man das dann im Speedrun kann. Aber ich denke mal, das spielst du dann 100.000 Mal, bis du es wirklich weißt. Und dann machst du, das ist ja wie bei allem anderen auch, das ist dann einfach, das ist so drin. Ja, genau. Also, bei der Cobra guckst du einfach, dass du so schnell wie möglich auf den Kopf kommst. Aber ich hoffe mal, oder ich muss da, glaube ich, einfach ein bisschen lockerer sein mit meinen Herzen dann, weil das wird's hier eher nicht. Okay. Stab. Die Viecher finde ich halt echt ätzend. Das verstehe ich nicht. Ne, jetzt habe ich schon wieder probiert und er nimmt den... Ich sollte aufhören. Guck mal, das ist so ätzend mit den Dingern. Die versauen es mir jedes Mal. Jetzt denke ich wieder, ich war hoch genug, aber war es nicht. Ich glaube, ich lasse den Kram und guck. Der Treffer war abnormal. Und guck halt wirklich nur, wann er den Stab nimmt. Benutzt den Stab, um auf ihn zu kommen. Und alles andere gibt's den Hasen. Komm. Das funktioniert so nicht. Stab nochmal. Ja, jetzt wieder die Viecher, ne? Ich mach die jetzt einfach weg. Ich nehme das Safe. Wow. Ich hasse das. Schon wieder die Viecher. Nein! Voll versaut. Shit. Boah. Okay, ich mache jetzt für alle Fälle hier aber mal einen. Nur damit, falls es abkackt oder so. Ja klar, gut, Speedruns und Casual ist halt immer noch mal was anderes, deswegen gucke ich einfach, dass ich es mir selber angucke und irgendwie schaue, wie es Sinn macht, weil wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwas zu spielen, was ich irgendwie gesehen habe, dann kennst du so die Hälfte von der Strat und dann machst du es meistens eigentlich sogar noch schlimmer, als es ist, deswegen, ja, traue ich mich da ehrlich gesagt nicht oder will ich da eigentlich nichts versuchen, weil ich denke, naja, in den meisten Fällen, dann fällt dir irgendwie ein, dass man es irgendwie so gemacht hat oder du kennst die Hälfte von der Strategie, die andere Hälfte nicht und dann machst du eigentlich meistens noch mehr kaputt. Deswegen bin ich da echt ein bisschen vorsichtig. Aber beim ersten Run hat es mit den Viechern auch besser geklappt. Also ich denke, da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu ungeduldig dafür. Das wird vermutlich ein Ding sein. Beim Speedrun kannst du auch dann von den Viechern mehrere nutzen. Also du nimmst das erste und gehst auf den Kopf und dann sind ja noch 3 weitere da. Und eins kannst du da noch benutzen, wenn du es richtig machst. Aber boah, nee, also das da zum Beispiel, das habe ich versucht und es war kompletter Scheiß. Okay, oh, ich habe donated vor 3 Minuten. Oh Gott, ich habe es gar nicht gesehen. Dankeschön. Dankeschön und danke und noch mehr danke. Voll verpasst, vor lauter. Kriege ich hier vielleicht noch? Ja. Ich glaube, dann war es das, ne? Jetzt habe ich wieder geschrieben. Aladdin, Jasmin, Apu, Mann.
Der Mann, weil ich mir einfach nicht merken kann, wie der heißt. Das war ja eigentlich dieser Sultan-Dingens, aber ich hatte den Namen im Film, sag mal. Für mich war das irgendwie immer nur der Vater von Jasmin, aber... Okay, Schlangi. Oh, wie er läuft. Aber weißt du was, ich kann hier ja eigentlich echt einsetzen, weil ich glaube, dann fängt es ja hier an. Und dann macht man den Fight ja sowieso wieder und wieder und wieder. Glaub nicht, der wurde einfach immer nur Sultan genannt. Okay. Oh je, ja. Wir haben keine Äpfel! Ist das dein Ernst? Ja, das ist natürlich kacke. Boah, der Lag. Ich weiß, irgendwann geht die mit dem Schwanz so tief in die Lava. Oh Gott, das war jetzt schlecht. Der Lag, ey, ist ja furchtbar. Okay, eigentlich muss ich die Steine nutzen, um mir auf den Kopf zu kommen. Ja, und dann macht sie das, wo sie in die Lava geht. Ja. Okay, das wird komplett erstmal gar nichts. Wow. Oh, zu weit hinten. Zu weit hinten. Der Kopf ist weiter vorne. Mist. Nein, wieso grabt er die Steine nicht? Gott. Ah, nein. Versuche doch nicht auf den Kopf zu springen, wenn das so aussieht. Okay, das wird nichts für den ersten Versuch, aber... Ich habe noch ein Problem mit den Steinen, merke ich. Oh, doch! Oder ist das jetzt Verarsche? Ja, ich glaube, 6 Mal mussten treffen, aber ich habe nicht gezählt. Oh, das war's, ja? Wow. Die Äpfel sind halt geil, weil du sie damit abwerfen kannst und dann versuchen kannst, auf den Kopf zu springen. Aber wir hatten halt einfach gar keine. Wow. Wow, macht er. Wow. Boah, aber cool. Nee, die haben damals, also die haben zumindest in dem Spiel alle gar keine Lebensanzeiger. Aber ich habe mich echt, muss ich sagen, mit den Steinen voll blöd dran gestellt und dann mit dem Leck. Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Wobei ich mich frage, ob der Leck normal ist, weil wenn ich mich erinnere mit dem Speedrun, wenn die es mit Originalkonsole spielen, ein ganz minimaler Leck ist da, aber das wirkte jetzt ein bisschen mehr. Also frage ich mich, ob das so eine Emulator-Geschichte ist. Also daran lag es jetzt nicht, aber es ist nur, wäre generell interessant zu wissen. Weil da leckt es, glaube ich, nicht so krass. Ah, thanks for the GG, guys. Yeah, if you watch it later, Dave, sorry for not being able to beat this under an hour. But yeah, really great game. I'm happy I finally found time to play it because I watch a lot of speedruns from LeHulk and from Joe. And I get a feeling why this is a great game to speedrun, and I would love to do that somewhat in the future, but for now it's like, as you can see, it's way too bad. But that's how it is with all games you speedrun. You have to learn them, and once you learn it, you know how to move and what to do. Especially that thing with the lava that is following you. I guess that's a lot easier if you when you know when to fly up and down, stuff like that. Because that stuff... Because the screen is scrolling so fast and you have to be on the very right side, you have to know what's coming so you can move correctly.
Nee, du hast in dem, also in dem Spiel nur Jafar und dann die Schlangenform. Ich weiß nicht, ob's. Das ist halt immer noch das. Ich muss mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob es in der Sega-Form, also Sega Mega Drive, ob es da mehr Formen gab am Schluss. Und wie das in dieser komischen Gameboy-Version ist. Also das ist ein Cartridge, das habe ich irgendwann mit 10, 11 Jahren im Türkei-Urlaub gekauft. Und es war halt so, ne, ja, so eigentlich so ein Illegal-Cartridge-Ding. Das war halt kein offizielles. Und da waren halt 14 Spiele drauf und da war auch eine Gameboy-Version von Aladdin drauf. Irgendwie kannte die jetzt keiner. Wo ich kenne, der sagt, ah ja, ich kenne die irgendwoher. Die waren alle so, hä, gibt's das wirklich? Deswegen weiß ich nicht, ob es eine offizielle Gameboy-Version wirklich gibt. Aber die zum Beispiel war extrem viel anders und total weird. Also ich habe mich erinnert, ich habe da immer nur bis Level 2 gespielt und habe dann war irgendein Labyrinth und ich habe nichts gecheckt und habe einfach aufgehört. Also das war komplett ein anderes Level wie hier. Von daher weiß ich nicht, ob es auf dem Sega genauso ist. Ob das dann einfach, das dann einfach nochmal komplett anders ist. Boah, aber wow, ja, wir haben jetzt 3-4 Stunden gebraucht. Oh, mei. Aber gut. Was mich ein bisschen tiltet, aber das muss ich mir dann so mal in Ruhe angucken, ist, und das hat halt relativ oft irgendwie zu Toden geführt, ist, dass ich immer noch nicht checke. Manchmal, wenn er an die Dinge dran ist, dann hat er sie gegrabt, aber ist dann wieder runtergefallen davon. Also so Ringe, die jetzt in der Luft waren, gerade in dem Genie-Level oder so. Der hat die nicht immer konstant gegrabt und ich habe eigentlich im Gefühl gehabt, ich habe das Gleiche gemacht immer. Also ich habe jetzt nicht Tasten gedrückt oder Tasten nicht gedrückt und beim anderen Mal dann andersrum. Das ist halt was, da muss ich mich mal mit auseinandersetzen, warum das so ist, damit man das irgendwie verstehen kann. Weil so richtig klar war mir das jetzt nicht. Manchmal hat das gemacht und manchmal nicht. Und ich dachte mir so, okay. Aber es ist halt blöd zum Weiterkommen, wenn du nicht verstehst, warum es so ist. Also wenn du dann halt irgendwie damit arbeiten musst, okay, jetzt hat er es dieses Mal nicht gemacht. Ja, und dann macht das wieder. Das ist halt ein bisschen unbefriedigend. Deswegen, das muss ich mir nochmal angucken, ob ich das irgendwie verstehen kann. Ja, aber war ein schönes Spiel. Also wie gesagt, ich habe die Speedruns vorher gesehen. Von daher, ich wusste, wie es aussieht, sagen wir so. Aber das dann nochmal so zu spielen, das wollte ich eigentlich schon lange mal machen. Weil es ist einfach doch nochmal was anderes, wenn man es guckt, im Vergleich zu, wenn man es dann selber spielt, wie die Situationen sind. Weil im Speedrun hast du halt immer jemanden, der das Spiel so auswendig kennt, dass halt im besten Fall ja, einfach jeder Move sitzt, bis auf das, was halt random ist an Sachen. Aber du weißt halt zum Beispiel nicht, warum er das jetzt macht. Der macht das so, weil er das weiß. Aber warum ist das so? Wieso macht man das? Wo gibt es noch irgendwelche anderen Wege? Das ist halt, das fällt halt alles weg bei so Sachen. Deswegen, wenn mir ein Spiel eigentlich gut gefällt, denke ich mir immer, komm, das musst du dir einfach mal angucken. Und das Spiel hat super Musik. Ich fand es jetzt nicht super schwer, ich fand es aber auch nicht einfach. Also du hast schon Sachen, wo du dich irgendwie reinfixen musst, gerade mit den Gegnern auch, okay. Bei den Pfeilgegnern zum Beispiel, dass es dann Sinn macht, sich vielleicht direkt vorher zu ducken, einen Apfel zu werfen, drauf zu springen. Das muss man halt alles erstmal so rausfinden. Aber das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Auch jetzt so mit dem Endfight. Das ist immer was, wenn ich Speedruns kenne von Spielen, dann denke ich mir, okay, so ungefähr wird der Bossfight gemacht. Und in meinem Fall hat es jetzt echt mehr geholfen zu sagen, okay, ich lasse das eine mal, weil ich merke, ich komme damit irgendwie nicht so klar und mache es einfach anders, dass das am Ende eigentlich besser lief. Das war so ein bisschen was, das habe ich auch bei Castlevania 1 gehabt. Das habe ich einmal, ich glaube 2-3 Jahre, bevor ich es als Let's Play gemacht habe, als Speedrun gesehen. Dachte mir dann, okay, die machen dann den Endfight irgendwie mit Holy Water. Die grabben das Holy Water. Für Dracula in Castlevania 1. Also habe ich das gemacht. Habe aber gemerkt, dass ich mit den getimten Sprüngen auf dem Kopf da überhaupt noch nicht klargekommen bin. Und dass für mich eigentlich einfacher war, das Kreuz zu benutzen. Bis ich dann aber mal drauf gekommen bin, bis ich die Strategie umgesetzt habe, das hat eine Weile gedauert.
Aber das sind halt so Sachen. Da ist es eigentlich immer noch mal cool, wenn man dann so merkt, okay, geht nicht. Was könnte ich noch machen? Wie kann ich es anders machen? Das ist dann eigentlich immer so eine ganz coole Sache eigentlich. Okay.